Huhu, ihr Lieben da draußen, hier ist schon wieder die Andrea aus Andalusien von andreawirk.com und ich gucke wieder ins Display, nicht in die Linse, also nicht wundern. Und zwar relativ schnell jetzt, weil ich antworte auf einen Kommentar jetzt. Also was heißt antworte? Mir ist da was aufgefallen, was eigentlich Thema ist, aber ich sag noch mal was anderes. Also eine liebe, liebe YouTuberin hat mir einen wundervollen Kommentar geschrieben mit ganz viel Input auch. Und die hat sich bei dem Kommentar unter anderem auch darauf bezogen, auf die Fische, Neptun, Saturn-Energie, in der ich ja von meinem Video 2024, die Energie in 2024 gesprochen hatte. Das kann ich gerne hier verlinken, wenn ich es nicht eben schon gesagt habe. Ich weiß es gerade gar nicht. Und sie empfindet die Neptun-Fische-Energie als Disneyland, was ich total interessant finde. Finde ich ein cooles Wort. Und jetzt muss ich husten, Leute, ich habe einen trockenen Hals. Und empfindet es auch als Kollektiv. Es ist auch logisch, es sind ja auch überpersönliche Planeten und die werden natürlich eher kollektiv gelesen, aber man kann sie natürlich auch in sein eigenes Horoskop mit einbinden als Transite und dann guckt man dann halt in welchen Haus das fällt oder welche Aspekte da sind. Das geht schon. Und ich hatte es ja auch mehr persönlich gesehen. Und sie meinte dann aber, sie empfindet den Saturn als Starre. Also, dass es dann 24 noch in so einer Starre in diesem Disneyland ist, also in dieser Verwirrtheit sozusagen. Und ich empfinde den Saturn eben nicht nur als starr. Ich empfinde ihn auch als eben die Wahrheit, das Wesentliche, die Würde. Vielleicht liegt es daran, weil ich sehr viel Saturn-Energie habe, im Zusammenhang mit 12. Haus und auch Fische-Energie unter anderem. Beziehungsweise der Neptun ist dann im Steinbock. Also es ist ja so, sind ja diese Konstellationen. Und für mich ist der Saturn die absolute Bewusstheit im Zusammenhang mit dem Neptun. Ja? Das ist die absolute Bewusstheit. Es ist natürlich klar, dass ich den Saturn anders wahrnehme, weil ich ihn eben auch sehr in meinem Horoskop sehr stark drin habe. Und ich glaube, das Potenzial ist einfach die Bewusstheit. Für mich ist ja auch, wie gesagt, Saturn Wahrheit, Wassermann Wahrheit, auch die Neptun-Energie ist Wahrheit. Das sind für mich metaphysische Planeten, die nicht nur überpersönlich, sondern auch metaphysisch sind. Das heißt, eben die Bewusstheit. Aber jeder hat es auf seine andere Art und Weise drin. Also der Saturn schon eher ruhig und vielleicht auch ein Stück weit starr, diese Wahrheit. Der Wassermann eher beweglich und die Fische-Energie auflösend. Würde ich jetzt mal fast sagen, die Wahrheit. Also nicht, dass die Wahrheit sich auflöst, sondern dass es dann wirklich fließt. Ja? Und das wollte ich nochmal zu diesen Energien sagen. Und es ist natürlich klar, dass jeder, der sich mit Astrologie beschäftigt, diese Energien anders wahrnimmt und für ihn die eigenen Aspekte rausholt. Ja, genau. Also deswegen ist es total klasse, dass du das geschrieben hast. Ich weiß deinen Namen gerade nicht mehr. Du wirst es schon wissen. Ich finde es toll und das Wort Disneyland auch. Ja. Aber es wurde auch in diesem Kommentar wurde auch genannt, das Wort hochschwingend. Und zu diesem Wort hochschwingend wollte ich mich jetzt eigentlich auch äußern. Ich finde es nicht adäquat, von hochschwingend und niedrigschwingend zu sprechen, im Sinne von einer Hierarchie. Für mich ist jede Energie gleich schwingend. Für mich gibt es keine Hierarchie innerhalb von der Spiritualität, Bewusstheit oder wie auch immer von Schwingungen. Für mich gibt es verschiedene Ebenen, die alle auf der gleichen Ebene sind. Man hüpft so von eine in die andere, so, ne? So auf der gleichen Dings. So. Ich finde es, ich musste dann sofort an diese Abbildung denken von dem Hawkins. Das hat die Silke Schäfer ja schon öfters erwähnt und ich zeige die mal ganz kurz hier. Das ist aus ihrem Buch. Ja, man kann die wahrscheinlich auch googeln. Und ich finde diese Abbildung
fragwürdig, weil ich weiß natürlich, was der Hawkins damit sagen will und ich weiß auch, was Silke Schäfer damit sagen will, aber ich finde diese Abbildung alleine, wenn man die nicht bewusst anschaut, sehr gefährlich, weil ganz unten in Rot steht unter anderem, nee, ganz unten nicht, ganz unten steht noch was anderes, weiß ich jetzt nicht, aber auf alle Fälle Wut, Aggression, Angst, das steht ganz unten und ziemlich rot. Mit einer niedrigen Schwingung, ja. Ganz oben steht, glaube ich, sogar die Erleuchtung und dann kommt darunter die Liebe oder sonst irgendwas und das hat eine hohe Schwingung. Und wenn man diese Abbildung sieht, als ich die das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, boah, ich darf nicht mehr wütend sein. Dabei liebe ich es, wütend zu sein. Ich liebe es, auch Angst zu haben. Ich liebe es, mal aggressiv zu sein. Das gehört zu meinem Menschsein dazu. Und ich glaube, es bringt die Leute unter Druck, wenn sie das sehen und denken, ach, ich darf nicht mehr in der Angst sein, weil dann schwinge ich niedrig und ich muss jetzt hochschwingen, damit ich in der Liebe bin. Und dann unterdrücken sie ihre Wut, ihre Angst und ich weiß der Geier, was da noch alles steht und kriegen Magengeschwür zum Beispiel. Es geht nicht darum, den Menschen zu sagen, Wut ist niedrig schwingend, Liebe ist hochschwingend. Es geht darum, die Menschen in die Bewusstheit zu bringen und die Menschen zu verstehen zu geben, dass sie letztendlich Bewusstsein sind. Wir alle sind Bewusstsein. Wir alle sind multidimensionale Wesen. Wir sind, wie auch immer du es nennen willst, Energie. Wir sind Energie, die sich verfestigt hat in einen Menschen. Und diese Energie, diese Frequenzen, hat alle Frequenzen in sich. Sowohl die sozusagen niedrig schwingenden Frequenzen als auch die hochschwingenden Frequenzen. Ja? Deswegen finde ich so eine Tabelle und dieses Wort hochschwingend immer gefährlich, weil man, wenn Menschen noch nicht differenzieren können, was ja dann auch wieder niedrig schwingend übrigens ist, dann glauben sie, sie sind schlecht, dann glauben sie, sie müssen was unterdrücken, dann glauben sie, weiß ich nicht, was sie alles machen müssen. Und das ist von der spirituellen Welt meiner Meinung nach eine gefährliche Angabe, die Menschen verwirren kann. Vielleicht verwirre ich aber auch die Menschen mit meinen Worten, kann natürlich auch sein. Ich meine, ich weiß, was der Hawkins sagen wollte. Er wollte eigentlich wirklich nur sagen, hey Leute, geht in eure Bewusstheit, spürt euer Bewusstsein, nehmt euer Bewusstsein wahr und dann könnt ihr auch eure Wut wahrnehmen und könnt, mit ihr spielen, aber ihr seid dann auf einer wenn ihr in dem Moment, wo man sein Bewusstsein wahrnimmt, also dass man Selbstbewusstsein ist, dann ist man ja eben schon in Anführungsstrichen höher schwingend, ja. Und das wollte der Hawkins sicherlich auch sagen mit der Tabelle. Aber diese Tabelle und diese Worte, die können Menschen, die eben ihre Bewusstheit oder ihr Bewusstsein in dem Sinne noch nicht wahrnehmen und leben, können das komplett falsch verstehen. Und setzen sich dann unter Druck. Und dann glauben sie, sie schwingen hoch und in der Liebe, dabei tun sie es gar nicht, weil sie es überhaupt nicht verstanden haben. Deswegen, Leute, achtet auf eure Worte, achtet darauf. Ich meine, mir passiert das auch oft noch. Ich meine, ich sage nicht hochschwingend, aber ich sage manchmal zum Beispiel bedingungsfreie Liebe. Ich sage extra schon frei und nicht los. Aber auch das ist ein Wort, was absolut paradox ist, bedingungslose Liebe, weil Liebe Liebe ist. Da gibt es keine Bedingungen, da muss man das bedingungslos nicht davor setzen. Liebe ist Liebe, Liebe ist. Und das ist verwirrend in der spirituellen Welt. Die Worte hochschwingend, bedingungsfreie Liebe oder lose Liebe sogar. Und was da noch für Worte kursieren. Ich will jetzt hier keinen endlosen Monolog halten. Achtet darauf, was ihr sagt, gerade die Menschen, die eben auch sich Coach nennen, die Menschen, die in der spirituellen Welt zu Hause sind, gerade die verwenden oft diese Termine. Und ich finde, es kann falsch verstanden werden und es kann Menschen unter Druck setzen, wenn man auch in diese Hierarchie geht. Ja?
Weil es gibt keine Hierarchie in der Bewusstheit und im Bewusstsein und in der spirituellen Welt. Es gibt keine Hierarchie. Es gibt ja auch keinen Raum und es gibt auch keine Zeit. Wie soll es da Hierarchie geben? Es gibt, jede Energie hat ihre Existenzberechtigung. Jede Schwingung hat ihre Existenzberechtigung. Es ist nur wichtig zu verstehen, mit diesen Schwingungen und Energien umzugehen, beziehungsweise bewusst mit ihnen zu spielen und sie bewusst zu leben. Deswegen sind wir hier Mensch. Wir sind nicht hier im Menschsein, immer nur in der Liebe zu schwingen. Dann können wir auch gleich Engel werden. Dann müssen wir nicht Mensch werden. Dann können wir gleich irgendwas werden. Dann brauchen wir gar nicht Mensch zu werden. Dann können wir in der Energie bleiben, in der wir sind. Und gar nicht uns als Mensch manifestieren. Wir sind ja hier, um als Mensch zu spielen. Und da gehören eben auch alle Schwingungen dazu. Nicht nur die sogenannten niedrigen hohen Schwingungen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Es ist wichtig zu verstehen, dass man selbst Bewusstsein ist. Ein multidimensionales Wesen, das hier auf der Welt ist, um Menschsein zu spielen. Und wenn du dir das bewusst machst, dann kannst du mit allen Schwingungen spielen. Menschen, die sich das nicht bewusst machen, beziehungsweise die das nicht sich erinnern daran, dass sie eben das Bewusstsein sind, und die spielen natürlich, also mit denen spielt ihr eigenes Bewusstsein natürlich auch vielleicht Wut, aber sie nehmen es in dem Moment nicht bewusst wahr. Es hat mich wahrscheinlich wieder keiner verstanden, weil ich nicht die Terminen verwende, die man so normalerweise in der spirituellen Welt verwendet. Aber egal. Das wollte ich jetzt einfach loswerden. Dass man sich nicht unter Druck fühlen lassen, nee, sich nicht unter Druck setzen lassen sollte durch solche Terminen, durch solche Hierarchien. Es gibt keine Hierarchie. Es gibt keinen bewussteren Menschen, weil wir alle bewusst sind im Prinzip. Im Prinzip sind wir alle bewusst. Nur vielen ist eben nicht bewusst, dass sie bewusst sind, ja? Weil wir alle Bewusstsein sind. Und dann gibt es auch keine Hierarchie. Also, so, jetzt habe ich mich lang genug ausgelassen, Leute. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Wenn nicht, ist auch gut. Ihr könnt ja rausnehmen, was ihr wollt. Ich will hier auch niemanden irgendwie be- oder verurteilen, wenn du diese Sache von Hawkins gut findest und wenn du hochschwingend den Terminus verwenden willst, dann tu das. Wenn du bedingungsfrei Liebe den Terminus verwenden willst, dann tu das. Jeder kann ja sagen, was er will, aber ich sag jetzt, habe jetzt das gesagt, was mir dazu einfällt, und vielleicht kann ich dir ja ein bisschen Input geben und ein bisschen mehr Weitblick und ein bisschen mehr Unterscheidungsfähigkeit. Ich weiß es nicht. Ich wünsche dir, euch auf alle Fälle, alles Liebe. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Danke, dass ihr immer meine Videos schaut und auch kommentiert. Und ich bin bei manchen Kommentaren wirklich, die dann so einen Input geben, sehr dankbar dafür. Ich bin für alle Kommentare dankbar, aber eben auch für solche Kommentare. Und ihr Lieben, ja, ich mache heute keinen Abspann mit, ihr dürft mich anschreiben oder so. Ihr wisst ja, ihr dürft mich anschreiben, ihr dürft bei mir meine diversen Readings in Anführungsstrichen buchen. Genau, ihr findet mich auf andreawirk.com und da steht ja alles. Danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Tschüss.